Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, genau, zu einem neuen Let's Play, nämlich, wie ihr oben schon seht, zu Let's Play Warface. Ja, Gott, ich freue mich schon. So, im Grunde, wobei es sich um Warface handelt, kann sich, glaube ich, jeder schon so ein bisschen denken. Das Schöne ist aber, wir haben hier schon so ein Charaktermenü mit unterschiedlichen Leuten, wo wir uns von einem aussuchen können. Meines Wissens rennt man dann das gesamte Spiel lang mit diesem Heini dann durch die Gegend. Ich persönlich habe mich jetzt noch nicht entschieden. Das müssen wir jetzt noch machen. Es gibt hier einige zur Auswahl. Aber keine Frau. Das ist sexistisch. Darüber gehe ich mich jetzt beschweren. Nein, ja. Der Kerl erinnert mich irgendwie an Raab. Also an Stefan Raab. Der hat ja mit ProSieben, der war ja bei ProSieben, hat aufgehört. Der erinnert mich irgendwie an dem. Ach komm, lass uns den nehmen. Lass uns den nehmen, erstellen. Bist du sicher, dass dieses Gesicht für deinen Charakter gefällt? Das Gesicht kann später nicht mehr verändert werden, wie ich es mir gedacht habe. Ja, ich möchte als Stefan Raab durch die Gegend rennen. So, Charakter wird erstellt. Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, wie lang die erste Folge jetzt wird. Ich würde sagen, wir machen aber schon mal das erste Tutorial, oder? Ja, machen wir, natürlich. Starten wir das Tutorial. Das sind unsere Preise, die wir bekommen. Das möchte ich vor allen Dingen haben. Gemietet! Gemietet! Starte mal! Ah, da unten steht, wird geladen. Da. Geräusche. So. Willkommen bei deinem ersten Trainingslager, Rekrut. Ja, hier lernst du die grundlegenden Fertigkeiten für den Kampf gegen Blackwood. So. Ist ein bisschen zu leise, hoppla. Alter, ist viel zu leise. So. Es war mir gerade ein bisschen zu laut. Und ja, wie wir schon sehen, das ist schon eine echt gute Qualität. Ja, im Grunde ist das jetzt. Auf den Schlachtfeldern wimmelt es. Über einige Mauern kannst du klettern. Klettere über die Mauer um. Duckend bewegst du dich langsamer, findest aber unter niedrigen Hindernissen Platz. Beim Ducken werden dann über Hindernisse die Geländer kannst du nicht springen, aber dich über sie schwingen. Oh Gott. Dich übers Balkon. Jeder Soldat hat eine Waffe. Mit ihr greifst du zumeist an. Versuche die Ziele zu treffen. Arsch! Also man muss jetzt gerade schon sagen, es ist... Ich hasse die jetzt schon. Ach ja, übrigens, Kopfschuss ist bei Warface immer One-Hit. Egal ob mit Pistole, Primärwaffe oder sonst was, Kopfschuss ist immer One-Hit. Vorausgesetzt, man ist nicht zu blöd zum Ziel. Ja, was ich... ...lassen sich mit Zubehör anpassen. Zubehör ändert die Funktionsweise deiner Waffe und damit deine Möglichkeiten im Kampf. Hier, das ist auch... Oh. Ich bring die um! Nee, jetzt nochmal kurz. Das ist das Schöne an Warface, man kann mitten im Kampf seine Flinte anpassen. Was ich persönlich richtig cool finde. Oh, Heilige. So. Einfach schnurstracks alles platt schießen, was nicht bei Brei auf dem Baum ist. Soldaten haben Granaten, die mehrere Feinde auf einmal treffen können. Wirf eine Granate, um mehrere Ziele zu treffen. So. Begib dich zum Checkpoint-Anzeiger. So. Was ich schnell sagen möchte, ja, das Schöne an Warface ist, es besitzt direkt schon zu Anfang eine intuitive Tastensteuerung. Hier. Alter. Wieder diese paar kleinen Ruckler, wie wir sie schon aus anderen Spielen kennen. Wir haben den doch schon. Ach so, wir sollen das bei uns machen. Genau, das ist auch sowas. Also es gibt hier ein paar Elemente, die es in anderen Shootern nicht gibt, was für mich Warface eigentlich zu einem richtig geilen Shooter macht.
regt die mich gerade auf. Die... Nein. Es gibt 4 Kampfklassen. Jetzt kannst du auf Schütze und Scharfschütze zugreifen. Mit mehr Erfahrung dann auch auf Ingenieur und Sanitäter. Jede Klasse hat ihre eigene Ausrüstung und Fertigkeiten. Ich bin fertig mit der Welt. Ah. Boah, die macht mich suizidgefährdet. Okay, Scharfschützensymbol. Ah, 4, ja, ich mag die näheren. Das Schöne ist halt eben hierdurch, das hier ist zum Beispiel ein 5er-Zoom, dann kann man hier nämlich auch auf weit, also näher ranzoomen. Was, das vermisse ich ja bei den meisten Shootern, dass man mit den Sniper-Gewehren immer nur auf eine feste Distanz gehen kann, aber nicht auf mehrere. Das finde ich bei sehr vielen Shootern wirklich sehr schade und hier haben die das halt eben mit diesen Modulen gelöst. Ich will hier runter. Also. Ach so! In einigen Missionen kannst du einen Raketenwerfer einsetzen. Nur er lässt Fahrzeuge. Hui! Jetzt bin ich. Gute Arbeit, Soldat. Ich glaube, du bist bereit für den echten Einsatz. Stimmt. Und tipp. Yep, man sollte mich nicht GTA spielen lassen zum Beispiel, weil ansonsten passiert genau das. Es ist vorbei! Glückwunsch, Soldat! Du hast die Grundausbildung abgeschlossen. Ja, Stefan Raab, gut gemacht. So. Passiert noch was? Es gibt auf jeden Fall noch ein zweites Tutorial, das machen wir aber in der nächsten Folge, weil ich weiß, dass das ansonsten sowas von sich überlädt. Dann wird die Folge sowas von zu lang. Deswegen... Das tut mir jetzt schon sehr leid. Aber wir rennen als liebenswerter kleiner Rabo. Ja. Glückwunsch, du hast Geld erhalten. Money. Nice. 3000. Glückwunsch, du hast einen Gegenstand erhalten. A3217. Ja. Ausrüsten. Können wir natürlich schon mal ausrüsten. Ausrüsten. Und 2 Wiederbelebungsmünzen. Im Grunde, das war's schon. Spezialeinsätze können wir leider noch nicht machen. Versus ist im Grunde dieser Online-Modus. Da könnten wir schon. Koop auch. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal alles. Hier gibt es halt eben das Inventar. Hier kann man sich alles möglich aussuchen. Wir haben momentan leider nur Scharfschütze und Schütze. Hier haben wir das Versteck. Hier können wir fröhlich rumtrainieren. Auch. Nein, komm. Oh, wir haben nichts. Okay, hier kann man Zielschießen, Übungen auch. Mit Bewegungen. Go. Ja. Schön. Da hinten ist ein etwas größeres Trainingseinheit. Hier ist dann alles kreuz und quer. Keine Ahnung wie. Ich check da nie was für die einzelnen Einheiten. Da hinten haben wir noch einen Fußball. Mit dem kann man spielen. Da vorne. Da. Genau. Nein. So. Mit dem kann man hier durch die Gegend kickern noch ein bisschen. So. Kann man seinen Spaß haben. Das interessiert uns aber jetzt nicht weiter. Dann gibt es hier halt eben noch einen Shop. Wobei man das Schöne ist, hier gibt es auch solche Zufallskisten und so. Hier gibt es alles mögliche von A bis Z. Ne? Man hat hier übrigens auch eine Chance auf starke Ausrüstung über diese Karriere. Arsenal und so weiter. Hier kann man nämlich auch richtig geile Sachen freischalten. Wir könnten nämlich hier zum Beispiel jetzt schon die nächste Sniper freischalten. Das ist die AC7 SNR. Die hätten wir dann auch permanent. Ich müsste aber nachgucken, wie viel würde die denn rein theoretisch kosten. Können wir ja mal kurz machen. Genau, die würde so 2730 kosten. Könnten wir uns rein theoretisch kaufen, aber so würden wir uns Geld sparen. Schön. Im Grunde würde ich sagen, das war die erste Folge. Ich habe nämlich keinen Bock, dass das zu lange wird, weil ich haargenau weiß, dass das zu lange wird. Ne? Es gibt hier halt eben Pistolen, Nahkampf, Granaten, ja, Spezial halt eben hier. Zugmunition und so weiter. Könnte man mal nachgucken, wie viel das kosten. 50.000 würde das permanent kosten. Ähem. Nein, kostet nicht viel. So, ja. Das Problem ist, wir haben das Ding hier nur für einen Tag, ne? Na, wird schon reichen. Ciao, bis zur nächsten Folge.